Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Notruf 112. Ich konnte tatsächlich, also ich hatte jetzt die Auswahl Spielstand laden, speichert den ja eigentlich immer nach jeder Aufnahme, aber irgendwie ist er halt beim nächsten Mal immer wieder weg. War jetzt schon mal ein Fortschritt, ich konnte Spielstand laden. Ja, was er gespeichert hat, ist, dass ich hier in der Halle stand. Aber es ist wieder Montagmorgen 7.20 Uhr, wie, oder 7 Uhr, wie jedes Mal. Ich weiß jetzt nicht, was er denn da alles gespeichert hat. Die Spielzeit offensichtlich nicht. Ob den Spielstand, das lassen wir nochmal da. Ah, ein Einsatz. Ah, nehmen wir wieder den Drehleiterwagen. Und Start. Hoppla. Achtung. Schauen wir mal, was es jetzt gibt. Zimmerbrand. Einsatz für ELW LF24. Ich bin ja mal gespannt, ob wir den Drehleiterwagen wieder zum Einsatz bringen. Hoppla, da geht's lang. LF1 RTW1. Wäre ja schön. So, und einmal einsteigen, bitte. So, auf geht's. Ich bin da. Fahren wir auch? Ja, wir fahren. Spiegel gibt's immer noch keine. Also Spiegel gibt's schon, aber kein Spiegelbild. Da bin ich ja mal gespannt. Das war's schon. Warte, bis alle am Einsatzort angekommen sind. Ja, weit zu fahren hatten wir ja wenigstens nicht. Wer trödelt da noch? Der RTW natürlich mal wieder. Und drücke Return. Machen wir doch. So, warten wir mal auf Anweisungen. Gibt's was zu tun? Der stellt schon mal seinen Hydranten da auf. Der legt den Verteiler dorthin. Der holt einen Schlauch. Schließt ihn an. Will keiner mal gucken, was eigentlich Sache ist? Oder funktioniert das nur gerade wieder nicht? Also es schließen ja schon mal alles munter an. Zwar einer nach dem anderen. Palim. Ändert sich aber trotzdem nichts. Okay, der holt den. Das müsste der C-Schlauch, glaube ich, sein. Wird ein Verteiler angeschlossen. Ah. Der hat sich bewegt. Folgende Lage. Der schließt an. Angriffstrupp. Und dann gehen wir mal. Schauen wir doch mal. Du wartest da jetzt auf. Versuchen wir das mal rauszufinden. F1, F4, F1. Wieso habe ich keine Anweisungen? Ich warte ja auf Anweisungen.
Bei irgendwem hängt's jetzt. Frage ist bei wem. Nehmen wir einfach mal das Ding da und brechen da drinnen die Tür auf. Da brennt's. Oh oh. Das können wir mal wieder zurückbringen. Jung da drin brennt's. Jungs da drin brennt's. Hä? Wieso sitzt du noch im Auto? Fauler Sack. So, dann suchen wir mal denjenigen, der eigentlich jetzt was tun müsste. Und keine Lust hat. Der scheint es nicht zu sein. Der offensichtlich auch nicht. Der wohl auch nicht. Er wartet auf Anweisungen. F5, der wartet auch auf Anweisungen. F6. Der benutzt die Pumpe. F3. Er benutzt die Pumpe. Tja. F1, F3, F2. Wo war denn der? Das ist der Maschinist. Wieso kann ich jetzt die Kamera nicht bewegen? F5. F4. Das ist er hier. Dann kann er ja mal reingehen. Wieso krabbelst denn du so? Nein, nicht ablegen. Tür auch nicht schließen. Ich weiß nicht, wo es jetzt mal wieder gehängt hat. Immerhin können wir jetzt offiziell löschen. Lösche Feuer, ja, machen wir. Die Sicht ist ein bisschen doof, weil er steht sich quasi selber im Weg. So sehe ich jetzt halt überhaupt nicht, wo er da hinspritzt. Ah, ich könnte natürlich auch so. Knuss. Sieht man zwar auch nicht ganz viel besser. Weil natürlich genau die Nasending da davor oder der Atemschutz davor ist. Da da dann dann dann. Ist gar nicht so einfach. So. Es war wohl eine Küchenzeile, so wie das hier aussieht. Hatten die zwei Herde? Nee. Ich dachte gerade.
Hätte mich ja schon gewundert. So. Ist das hier noch? Und dann sollten wir es geschafft haben. So. G zu C-Schlauchende. Kann man nicht irgendwie aufstehen lassen. Sieht nicht so aus. Wieso krabbelst denn du hier so? Da sind wir ja noch ein halbes Jahrhundert beschäftigt. Mein lieber Scholli. Ob das so sein soll? Da hängt noch ein Schlauch dran, Mann. Steh doch mal auf. Ich wechsle gerade mal die Einsatzkraft. Das ist mir nämlich zu doof. F4. F1. Guckt euch das an, der krabbelt da lang wie so ein verwundeter Hund. Ob das so sein soll? Jetzt macht er da natürlich auch nichts, der blöde Hund. F3, F1. Der war es nicht. Ach, der trägt einen Schlauch. Der kommt doch hier unten irgendwo hin, oder? Irgendwie ist hier was verbuggt. Gehe zu B-Schlauch. Zu welchem denn? Der hier? Nö, das ist der C-Schlauch. Wo ist denn das andere Ende? Wieso steht da das Fahrzeug drauf? HD-Strahlrohr. Ach je, wer warst denn du da jetzt wieder? F3, F2, nein, F1, F2, F2. Verstaue B-Schlauch in Rolltor. Du hast da was, Bobbes. Wer bist denn du?
Geh zu C-Schlauchende. Wie habt ihr... Da oben steckt es dran. Meine Herren. Wie bescheuert ist das denn? Jetzt kümmern wir uns gerade mal um das komische C-Schlauchende. Was unser kniender Kollege da ja nicht abmachen kann, weil er da einfach nicht drankommt. Kuh. So. So, das ist das eine Schlauchende. Bist du das wohl her? Kriegst du nicht mehr, Edge, meins. Ach Mensch, das Spiel ist ein einziger Bug. F1, F2, das war der F3, glaube ich. Nein, das war er nicht. F1, F2, F4. Der Kollege war das. So. So, ablegen. Schlauchende entfernen. Das ist entfernt. Mein lieber Schwan. Was soll denn das bitte noch werden? Ich will das komische Strahlrohr. So, dann können wir das nämlich anbringen an dem C-Schlauch. Und dann können wir es abmachen. So, lege C-Schlauchende auf den Boden ab. Gehe zur Position. Zu welcher? F1. Gehe zu Gerätefach. Das machen wir. So. Verstauen. Hä?
Haben wir doch gerade verstaut. Wieso habe ich das noch in der Hand? Wieso kann ich das da jetzt nicht mehr drin verstauen? Verstaue Hohlstrahlrohr im Gerätefach. Würde ich gerne. Er lässt mich nur nicht. Oder müssen wir das in einem anderen verstauen? Vielleicht sollte ich ihn mal alleine machen lassen. So, wo kommt der denn hin? Verteiler, ich will den nicht anbringen, ich will den verstauen. Och Mensch, Kinders. Legen wir ihn mal ab. Tja, so wie das aussieht, kommen wir hier nicht weiter. Und ich werde die Mission abbrechen müssen. Leider ist das Spiel in der Hinsicht immer noch völlig verbuggt. Vielleicht haben wir morgen mehr Glück, schauen wir mal. Nicht morgen, übermorgen. In diesem Sinne sage ich schon mal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr seid auch morgen, übermorgen wieder dabei, wenn wir uns an der nächsten Mission versuchen. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.